Madana Mohana. Kurzer Vortrag über die Bedeutung des Sanskrit-Wortes Madana Mohana. Madana Mohana ist ein Sanskrit-Begriff. Im Hindi sagt man auch Madana Mohan oder Madan Mohan. Madana Mohan besteht aus zwei Worten. Zunächst mal Madana, und das heißt entzückend, liebevoll, liebreizend. Und Mohana heißt zum einen täuschend, heißt aber auch bezaubernd, heißt auch verzückend. So ist Madana Mohana jemand, der voller Liebe entzückt, liebreizend ist, bezaubernd ist. Und Madana Mohana ist ein Beiname insbesondere von Krishna. Eine zweite Wortbedeutung von Madana Mohana ist auch derjenige, der den Liebesgott täuscht. Denn Madana ist auch der Liebesgott. Und Mohana heißt auch derjenige, der täuscht. Madana Mohana, also der den Liebesgott täuscht. Was auch heißt, derjenige, der so voller Liebe ist, dass es sogar über das hinausgeht, was der Liebesgott eigentlich vorhat. Also verschiedene Bedeutungen. In diesem Sinne auch, Gott kann Madana Mohana sein. Das heißt, die Liebe, die der Mensch haben kann, zum Beispiel zu anderen Menschen, kann er auch zu Gott empfinden. Gleichzeitig oder auch stattdessen. In diesem Sinne ist Krishna, Madana Mohana, er täuscht den Liebesgott, weil er die Liebe des Menschen zu Gott hinzieht. Und natürlich auch, weil sie dem Menschen hilft, auch in menschlicher Liebe, Gottes Liebe zu sehen. Aber die verbreitetere Interpretation von Madana Mohana ist, dass Krishna so schön ist und so wunderbar ist, so voller Liebe, dass er unser Herz in jeglicher Hinsicht öffnet, so voller Freude füllt. Und es ist schwer zu beschreiben. Ja, wer es nicht erfahren hat, diese unbeschreibliche Gottesliebe, das ist schwierig, darüber zu sprechen. Jedoch, die meisten, die diesen Vortrag anhören, werden schon mal eine Gottesliebe erfahren haben, die das Herz so berührt hat, die vielleicht sogar zu einer Gänsehaut geführt hat, zu Freudentränen geführt hat, zu Dankbarkeit. Das kann sein beim Mantra singen, das kann sein, wenn du ein wunderschönes Bild von Gott siehst oder wenn du deinen Meister siehst oder ein Bild von ihm siehst oder über den Meister hörst oder in der Natur bist oder auch in der Gegenwart deines Partners, kannst du merken, ja, Gottes Liebe, du bist verzückt von dieser unbeschreiblichen Schönheit, Liebe und Freude. Und so ist Madana Mohana ein Beiname von Krishna. Madana Mohana, auch Madana Mohan oder auch Madan Mohan geschrieben. Ja, wenn du mehr wissen willst über Krishna, dann gehe auf www.yoga-vidya.de, gib oben im Suchfeld ein Krishna und so erfährst du eine ganze Menge über diesen wunderschönen, liebevollen Aspekt Gottes, nämlich Krishna.